Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg, hier im Mehrspieler mit Mr. Whist. Der steuert die Mittelmächte, wir haben die Entente. So, und da sind wir bei der Zugzusammenfassung und ich möchte kurz mal was sagen. Es kann sein, dass für euch jetzt einfach nur ein Tag vergangen ist seit der letzten Folge oder vielleicht auch fünf von Sonntag auf Freitag. Für mich lag jetzt längere Zeit dazwischen, das heißt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ein bisschen und Thessaloniki ist schon mal... Das ist schön. Da schaust du nach einer ganzen Reihe von Tagen mal wieder rein, bis es alles zeitlich passt. Und es fängt damit an, dass man eine wichtige Stadt verliert. Ich werde auf jeden Fall gleich auch mal hier und da schauen müssen, wie es eigentlich überall an der Front aussieht. Genau, die beiden russischen Korps, die wurden ja abgeschnitten. Die Abteilung hat noch ein bisschen ausgehalten. Die Reiter da überleben. Ach. Die Deutschen machen aber wieder Ärger. Läuft ja da einfach durch. Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder drin und ich habe den Eindruck, es steht eine ganze Menge Arbeit bevor. Denn unsere Ostfront scheint hier langsam ziemlich lückenhaft zu werden. Sollten wir gerade sehen, im Westen, wo wir sehr viel mächtige Artillerie haben, dass es da jetzt hoffentlich gut vorangeht. War das jetzt wenigstens alles? Ich meine... Ah, sehr gut, noch eine neue britische Einheit. Okay. Ja, Griechen und Russen wieder mit großartigen Verlusten, der Rest in Ordnung. Städte erobert, ja, Blockaden, Seeblockaden und derweil soweit so gut. Bisher haben nur kleine Einheiten der australischen Kavallerie als Teil des NC-Korps ins Kriegsgeschehen eingegriffen, aber sie haben sich im Kampf hervorragend geschlagen. Darum wird nun vorgeschlagen, diese Einheiten in Ägypten zu einem größeren Verband auszubauen. Die Bildung dieser Australian Light Horse Einheit würde uns 200 MPP kosten, verteilt auf 4 Runden 2,50. 10, das, ja, also eigentlich würde ich, ja, machen wir. So, ein neues Schiff. 2 Kurs für die Franzosen, 1 für die Russen. Okay. Wo fangen wir an? Ich meine, wenn wir gerade, ach nein. Bei den Briten ist ja eine Sache sehr, sehr wichtig. Die sollen weiter in der ganzen Welt Artillerie kaufen. Für die Belgier ja, hatten wir sie gekauft. Jetzt wollten wir sie diese Runde für die Griechen kaufen. Ja, dauert natürlich ewig, bis die da ist, nachdem man sie gebaut hat. Deswegen, je früher man das macht, desto besser. Und da sind dann auch schon mal leider 338 Punkte. Gleich wieder futsch, aber dann kann die Artillerie da halt auch entschanzen und ich denke, das können wir sehr, sehr gut gebrauchen, auch in Griechenland. Und danach sollten wir dann nochmal 2 Artillerien mit den Briten selbst kaufen. Beziehungsweise, ihr zählt ja für die britische Artillerie, na ne, komm, holen wir uns die Artillerie für Griechenland. Gut, gekauft. Ja, das Schiff ist nicht so wichtig. Fangen wir also hier an. Unser Ziel sollte es sein, den Gegner von hier zu vertreiben, damit nur noch ein Gegner bei Gaza ist, der Ort nicht mehr belagert wird und Versorgung und Nachschub so aufbauen kann. Wir haben immerhin 3 Geschosse und der Gegner hat eine Verschanzung von 3. Wir könnten mehr oder weniger mit 4 Kurs angreifen. Und dann, ja, ich würde sagen, wir schießen einfach mal drauf und schauen, wie weit wir kommen. Oh, die hat auch einen Treffer, das ist schön. Sehr gute Artillerie, sehr, sehr schön. Also, ne, ihr kriegt eine Gehaltserhöhung, wenn man das machen könnte, dieses Spiel. 3:1, 2:1, sieht so aus, als ob wir die kriegen. Also, die Australier haben natürlich noch einen Demoralisierungsvorteil dabei auf den Gegner. Aber die Kollegen hier machen ja erstmal mehr Schaden. Das ist gut, das ist gut. Haben wir auf dem Feld da Versorgung? Nicht direkt. Also am schönsten wäre es natürlich, wenn wir hier reinziehen und sich jemand noch direkt da verschanzen kann.
Aber Frage dieses, wir könnten sie schlagen. Aber sich ohne Verschanzung da dann reinzubewegen, ist natürlich ein wenig riskant. Und unser zweites Korps hier hat leider nicht so die Kampfstärke. Na gut, sonst schlagen wir sie erstmal. War ja klar, dass das jetzt... Gut, sonst tauschen wir euch vielleicht durch. Und ihr schlagt die bitte. Oh, das ist natürlich zu erwarten, dass der Gegner da jetzt direkt wieder reinzieht. Aber dann könnten wir die da demnächst irgendwann angreifen und vernichten. Wir haben jetzt auch Reiter. Und hier, Leute. Ach ja, Frage. Was machen wir eigentlich mit euch in Haifa? So ganz viel könnt ihr hier eigentlich nicht tun. Und damit ihr nicht vollends unversorgt seid, müsstet ihr auch im Ort bleiben. Könnten euch zur Not auf ein Landungsboot setzen und die Küste entlang tuckern, aber weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringen sollte. Überlegen wir uns gleich mal eben, was wir da machen. Hier geht es auf jeden Fall auch weiter mit den Aufständischen. Wir sollten Medina hier sogar dann soweit demnächst abschneiden. Ach ne, ihr könnt euch gar nicht verschanzen, stimmt. Ich hoffe, dann können wir das demnächst erobern und dann hätten wir einen schönen arabischen Aufstand. Basra ist ihr schon gefallen. Ich frage mich echt, ob hier jetzt aus Basra vielleicht noch Einheiten hier entlang rücken, die uns das wieder wegnehmen. Also im Zweifel müssen wir den Aufständischen hier auch nochmal die Wüste lang schicken, aber erstmal Medina einnehmen, eins nach dem anderen. Und jetzt hier die Frage. Wohl ihr könntet da reinziehen. Die sind auch halbwegs gesund. Und wenn sie eine Runde halten. Aber wir wissen nicht, was da ist. Klar, oder die ziehen rein. Sind naja nur noch am gesündesten und die ziehen da oben hin. Hier ist ein bisschen ein Risikospiel, weil wir können es ja nicht aufklären. Okay, wir riskieren es, dass hier keine gute Einheit steht. Sonst kriegen wir halt gleich richtig was ab. Es ist nur das Haku. Gut. Gut, gut. Kann natürlich trotzdem sein, dass die hier jetzt draufgehen. Wir hoffen einfach mal das Beste. Aber auf jeden Fall sollten wir jetzt halt diesen Ort Gaza beschützen. Weil wenn der jetzt wieder Versorgung aufbaut, können wir hier jetzt auch endlich mal richtig vernünftig weiter vorwärts kommen. So, Reiter. Gut, dann im Zweifel, na gut. Macht meinetwegen einen Gewaltmarsch und ihr könnten sie auch auf ein Transportboot schicken. Haben wir denn einen Hafen, wo wir anlanden können? Nicht direkt. Könnten sie auch auf ein Landungsboot schicken? Aber wo sollten wir denn landen? Ne gut, ich glaube, wir schicken sie einfach ganz gut dahin. Euch reicht vielleicht auch hier die normale Bewegung aus. So, und dann sind wir hier vorangekommen in Ägypten. Das ist doch schon mal schön. Ihr haltet in Haifa einfach weiter die Stellung. Und vielleicht können wir demnächst irgendwann dann nach Jerusalem und so weiter und so fort. Machen wir erstmal weiter, wenn wir schon hier gegen die Osmanen sind. Na, mal sehen, ob wir die demnächst irgendwann kriegen. Eigentlich würde ich ja diese Osmanen hier sehr viel lieber bald loswerden. Das Problem ist natürlich, ja, die sind da voll verschanzt und sie verhindern, dass wir in Erzurum Versorgung aufbauen. Und so stehen unsere Einheiten da ein bisschen blöd rum, weil wir nicht die Kraft haben, die da zu schlagen. Vielleicht, wenn die Artillerie einfach genügend aufbaut, genügend Schuss in nächster Zeit. Oder hierhin. Obwohl wir kommen kaum nächste Runde dann da nach Mus. Wie wir haben da eine Versorgung von überhaupt nicht. Deswegen wäre es auch blöd, da hinzugehen. Klar, wir könnten das Haku dahin ziehen. Solltet hier euch auf jeden Fall auch mal richtig rum verschanzen. Das soll helfen. Könntet euch auch mal verschanzen. Ich meine, wenn wir gerade da nur rumstehen, sollten wir jetzt nicht zu leichtsinnig werden. Also ich frage mich, wenn wir den dahin ziehen und das Haku.
Na, das HQ können wir auch gar nicht dahin ziehen. Dann warten wir hier in dieser Position und schauen erstmal, was passiert. Griechenland, wo die Lage gerade um einiges unangenehmer geworden ist. Wir haben hier eine Abteilung. Können sie nicht verlegen und nix. Geh einfach dahin und hoffentlich reicht das. So, ihr verschanzt euch hier drüben. Die Kollegen verschanzen sich da wahrscheinlich auch. Also, ja, wir haben hier drüben keine Versorgung. Und nur dank dem HQ haben wir so ein ganz, ganz, ganz bisschen. Ah, das heißt, wir kommen mehr oder weniger an dieser Stelle im Moment nicht weiter. Die Idee war vielleicht, die hier auf ein Landungsboot zu setzen. Fast wieder alle britischen Punkte weg. So, die müssen jetzt so. Warte, die können hier doch wohl langfahren, oder? Ich meine, hier ist auch ein Schiff. Dass die dann da vielleicht irgendwas erreichen, aber ansonsten ist hier schon irgendwie schlecht aus. Wir bräuchten halt die Stadt, dann hätten wir Versorgung, aber ansonsten lohnt das kaum. So, und auch hier sollten wir vielleicht einfach aus dem Gebirge raus. Bilden wir hier so mehr oder weniger eine Frontlinie, dass ja, dass die Mittelmächte halt auch ein paar Einheiten abstellen müssen, aber nicht durchkommen. Wenn wir auch nicht durchkommen, dann steht die Front da halt erstmal einfach rum. So, hier. Wir haben jetzt leider nur zwei Geschosse aufgrund der feindlichen Angriffe auf unsere Einheiten. Die Idee war es ja, diesen Ort hier zu erobern. Die haben eine Verschanzung von 4. Ach Mann. Also ich würde ja nur mit 2 Geschossen kommen wir gegen die da nicht weit. Würde sagen, wir warten hier erstmal eine Runde und ihr dann noch weiter vorgehen und wohl eine Versorgung 2. Nee, das muss jetzt auch nicht sein. Ich würde sagen, ihr geht hier zurück. Der Rest von euch ist doch hoffentlich ordnungsgemäß verschanzt. Bodendeckung geht meine richtige Verschanzung, ihr auch. Gut, die sitzen in einer Festung. Ja. Dann warten wir also noch eine Runde, bis hoffentlich unsere Artillerie hier genügend Feuerkraft entwickelt, dass wir hier vernünftig durchkommen können. Hier schon neue Einheiten? Nein, jetzt sage ich erstmal, wir können ja eben das unser Schlachtschiff holen. Vielleicht hier drüben unterstützen. Mal mit dem U-Boot checken, ob hier irgendwas ist. Sieht aber ruhig und friedlich aus, so. Dem Schiff geht die Versorgung aus. Da muss man auch hin und wieder prüfen, dass man nur Schiffe auf diesen Linien hat, die auch wirklich noch versorgt sind. Also nur so, falls die Deutschen mal vorbeikommen. Ist es immer schön, wenn man dann auch kampftaugliche Schiffe hat. Der hier hat auch 0. Nein, fahr bitte nicht durch die deutschen Minen, danke. 6, 9, ja, ab hier geht das eigentlich wieder. Ich weiß, wir müssten diese ganze britische Flotte eigentlich bald mal auch wieder komplett voll hochziehen und verstärken. Aber dazu fehlen gerade einfach die MPP und alles. Weil wir sehr viel Artillerie kaufen derzeit und wir kriegen kaum diese Einheiten hier auf die Boote. Naja, schauen wir uns erstmal an. Wie weit war die Niederlande jetzt nochmal weg vom Krieg? 50%. Und jetzt haben natürlich genau die Briten eine Marke letzte Runde da eingesetzt, die wir jetzt auch nicht mehr reinzahlen können. Das ist ein bisschen unglücklich. Naja, schauen wir uns mal an. Können wir mit Frankreich was erreichen diese Runde? Die stehen zu weit weg. Die hätten Ziele. Und oh, die haben 6 Geschosse und ein Ziel. Ich würde sagen, den Angriff machen wir auf jeden Fall. Oh, feuerfrei. Das läuft doch super.
Sehr schön, so gefällt mir das. 5-1, 5-1, 4-1. Gut, wie er will. Du fängst mal mit deinem 5-1 an. Meinetwegen setzt du danach. Ist sogar ein Bergwerk. Hat natürlich keine Versorgung, weil da viel zu viele Einheiten von allen stehen. Aber ja, ich frage mich gerade, können wir mit den Briten reinziehen, angreifen und uns wieder raustauschen? Dass der Franzose sich da dann verschanzen kann? Ich bin mir unsicher. Bin mir gerade unsicher, ob das reicht oder sonst checken wir erstmal, haben wir hier weitere Angriffsmöglichkeiten. Hier haben wir drei Geschosse, die genau dieses Feld hier erreichen. Den unschönen Eindruck, dass der Angriff nicht so sauber laufen würde, weil die haben auch nicht so viele Leute, die da rangrenzen und angreifen könnten. Zweifel. Also wir gehen mit den Franzosen rein, greifen. Ah, die eine Artillerie deckt natürlich die andere. Ah, genau, so wollte ich das. Jetzt können wir euch durchtauschen. Eigentlich würde ich eher und sagen, wir gehen erstmal auf Nummer sicher, dass wir uns hier verschanzen. Obwohl, ich meine, wenn wir das Feld verlieren, wir haben ja eine Artillerie, die uns das sofort wieder freischießen kann. Wir könnten der feindlichen Artillerie hier einen schweren Schlag bereiten. Gut, jetzt haben die keine AP mehr, wir haben uns doch nicht verschanzt, beziehungsweise ja, wir haben noch die deutschen Schützengräben, aber die nützen uns nicht so, wie sie ausgerichtet sind. Dann schauen wir mal. Wir haben noch ein paar Punkte, machen wir den fit, dass wir hier demnächst angreifen können. Aber wir könnten hier sogar eine Elite-Artillerie draus machen. Warum eigentlich nicht? Euch machen wir fit, so. Ihr tauscht mit denen aus. Ja, der Achter, der hat da, ja. Würde ich auch irgendwie gerne die zweite Reihe durchtauschen. So, dann ist die Frage, die haben theoretisch gerade kein Ziel. Wir könnten sie einfach hier hinstellen? Nein, natürlich nicht. Aber wir könnten mit dem HQ einfach tauschen. Dann könnten wir immer noch dieses Feld beschießen und uns hier entlang langsam Richtung Metz vorarbeiten. Dann ist noch die Frage, was machen wir mit dieser Artillerie? Könnten sie zum Beispiel hier hinstellen, dann könnten die das Feld da angreifen. Und im Zweifel auch dieses Feld, falls es da eng wird. Ja, ich würde sagen, das klingt gut. Die hat ja auch dann nächste Runde 6 Geschosse. Der hat 6 Geschosse, ist dann sogar ein bisschen Elite. Der hat immerhin 3 Geschosse, also wir kommen hier durch an der Westfront. So. Noch gar nicht die neuen Waffen, also wirklich. Bisschen hinterher. Ach ja, das gute alte Eisenbahngeschütz. Wir hatten hier genau 2 neue Korps mit den Franzosen. Also hier würde ich sagen, geht einer hin. Hier Fragezeichen, Ausrufezeichen, Komma. Ja, ich würde sagen, da geht der andere hin. Ja, mit den Briten noch. So gut wie keine Punkte. Können wir die wenigstens auf einen Transport? Naja, immerhin. Ist ja auch ein Hafen. Genau. Können sie immerhin schon relativ frontnah landen. Ja, da sind wir mit den Briten langsam aber wirklich pleite. Ich will noch eben sehen, können wir an irgendeiner Front noch jemanden heilen? Sieht nicht so aus. Ja, ihr geht schon mal in den Hafen. Könnt dann nächste Runde irgendwohin verlegt werden. So, kurz mal schon. Schiffe, ja. Westfront, Italien, Griechenland. Ah, da unten in Nordafrika waren wir noch nicht. Ostfront kommt natürlich gleich. Diesen Aufstand sollten wir jetzt gerne zeitnah beenden. Ja schön, das gehört wieder uns und hier belagern und verschanzen wir uns weiter und können die da dann bald hoffentlich alle schlagen.
So gut noch mal eben rausgezoomt zu haben. Schiffe, wir wurden hier angegriffen. Ist jetzt aber auch nichts weiter passiert. Dann kannst du da erstmal weiter aufpassen. Ach ja, das gute alte Sorgenkind, die Ostfront. Die Deutschen sind ja leider durchgebrochen. Wie machen wir das denn wieder zu? An welcher Front wollen wir denn anfangen, wo es schlecht aussieht? Jetzt haben wir natürlich endlich die Möglichkeit, Memel anzugreifen. Es sieht mal wieder an allen Ecken bescheuert aus. Warte, also gehen wir die Front entlang. Ganz ehrlich, ich will Memel endlich mal haben. 5-1. Dann ziehen wir im Zweifel sogar den Typen hier zur Seite und schauen mal, wie wir das gleich auffüllen. Ist wahrscheinlich sowieso so einiges mal wieder umstrukturieren hier. Es geht jetzt. Ach nein, ernsthaft? Ernsthaft? Das hat ja mal wieder super geklappt. Also du musst natürlich hier die Straße decken. Du musst hier zurück. Ja, dann nehmen wir dich auch mal zurück. Auch hinter den Fluss stehen wir noch einen Ticken besser. So hier, so entlang geht das eigentlich. Diese Kavallerie, da würde ich sehr, sehr gerne loswerden. Sehr gut. Ich glaube, den können wir auch erstmal einfach in den Ort zurückschicken. Da müsste er halbwegs sicher stehen. So, hier halten wir das erstmal noch einfach weiter. So, hier haben wir tatsächlich mal eine Einheit in Reserve. Sieht man ja hier auch nicht so oft. Mag mich gerade euch erstmal irgendwo in Sicherheit bringen. Ihr geht dahin. Jemand muss auf dieses Feld. Das könnte diese Kavallerie machen. Und die können sich da dann sogar noch verschanzen. So, ihr könntet hier hingehen. Und euch auch verschanzen. Dann bräuchten wir noch eine Einheit und die Front wäre soweit wieder voll. Na gut, wenn wir die jetzt mit dem Gewaltmarsch da reinschicken, können sie sich nicht mehr verschanzen und gehen quasi umgehend drauf. Sonst sagen wir mal, die eine russische Einheit, genau, du stellst dich dahin. Die Artillerie, ich meine, die können ja trotzdem einfach dahin gehen. Die Artillerie geht erstmal noch ein Feld in Sicherheit. Das müsste soweit reichen. Haben wir einen schweren Bomber? Wir könnten hier einfach auf die Festung drauf gehen. Ah ja, das ist auch schon österreichische Artillerie in Position. Wollen da wohl auch einfach durchbrechen demnächst. Ansonsten stehen wir hier relativ stabil. Hier könnten wir sogar mal ein paar Upgrades verteilen. Die neuen Waffen. Ihr haltet das soweit einfach nur okay. Okay, das mit Tilsit war jetzt. Tilsit. Memel war jetzt natürlich unglücklich, weil. Ja. Weil der hat überlebt und jetzt ziehen natürlich Einheiten nach und nicht schön, nicht schön. Vielleicht brauchen wir hier im Norden demnächst Verstärkung, aber ansonsten die Ostfront hält einfach weiterhin nur und das ist ja auch irgendwie alles, was sie im Moment tun soll. Wir kommen ja gerade im Westen voran und wenn wir weiter im Westen Druck machen, müssten hier aus dem Osten eigentlich bald mal ein paar Einheiten verschwinden. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem hier theoretisch? Hier wird dir also soweit alles gehalten. Du kannst eigentlich auch langsam schon mal vielleicht hier ein bisschen in die zweite Reihe rücken, dass wir demnächst auch da mal durchtauschen und die neuen Waffen ausgeben und sowas. Okay, ansonsten stehen wir hier, glaube ich, ganz gut und jetzt waren wir auch soweit überall, wenn ich das richtig sehe. Dann sind wir jetzt im schönen Bereich mit Kaufen und Forschen und die Russen machen etwas nie dagewesenes, Neues. Kurs kaufen. Ja, lieber gleich zwei neue Kurs. Wir gehen auch nur mal sicher. Wir hätten zwar noch die Punkte für ein drittes Kurs,
Aber ich will noch ein bisschen forschen. Die Franzosen? Ja, unsere Linien waren ja letzt auch ein wenig ausgedünnt im Westen. Ich denke aber, ein neues Korps reicht und der Rest Italien. Na gut, die haben noch Punkte. Aber was soll man kaufen? Ein Eisenbahngeschütz. Brauchen wir ein italienisches Eisenbahngeschütz? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, finde ich. Mal den Bereich war gut. Die Briten haben nichts mehr. Frankreich. Also wir sind hier unter anderem gerade dabei, eine Luftwaffe aufzubauen. Hier mit Luftkriegsführung, Jagdflugzeug und sowas. Was wir dann auch brauchen, sind die Erdkampfwaffen. Damit können dann auch Aufklärungsbomber, genau, und Schlachtflugzeuge auch entschanzen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Da würde ich am liebsten auch schon direkt 2 Punkte reinhauen. Die Italiener waren an den Panzern dran. 130 Punkte. Sonst geht auch mal in die Industrietechnologie. Die haben im Moment nur so viele Punkte, weil die Franzosen auch immer noch jede Runde was rübergeben. Wäre schön, wenn die irgendwann aus eigener Kraft die Punktzahlen hätten. Die Russen. Vielleicht mehr die Artilleriewaffen. Dann könnten wir die Artillerie bald auch vernünftig nutzen. Ich meine, unsere Infanterie wird jetzt schon nachgezogen. Dass die irgendwann auch mal was kann. Grabenkrieg 3 ist eigentlich auch sehr gut. Mit Gasgranatenproduktion wäre auch. Na gut. Sehen wir erstmal zu, dass die Artillerie was kann und ab demnächst dann auch mit Gasgranatenproduktion und so weiter. Und dann sind wir, denke ich, tatsächlich am Folgenende. Und ja, wie sieht's aus? Hier gegen die Osmanen können wir uns langsam voranfräsen. Das hier unten sollte bald uns gehören. Kaukasus ist ein bisschen kompliziert. Mal sehen, wie das sich entwickelt. Griechenland, wir haben im Moment einfach nicht den Nachschub und die Mittel, um hier so richtig vorzugehen. Da kommt ja irgendwann demnächst jetzt eine Artillerie. Dann wird es hoffentlich besser. Der Osten ist auch so seine eigene Geschichte. Mir reicht es völlig, wenn wir diese Linie hier halten. Um Italien, wenn unsere Artillerie ein paar mehr Geschosse hat, kommen wir da voran. Westfront, das ist wirklich der Ort, wo es vorwärts geht. Und für Westfront-Verhältnisse auch ganz ordentlich. Ja, also gerade so hier unten und also in Ägypten und hier an der Westfront sieht es noch mit am besten aus. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, nächste Runde. Noch gespannt, was 1916 für ein Jahr wird. Hoffentlich ein erfolgreiches. Haben noch unsere Zeppelin, aber nee. Brauchen wir eigentlich im Moment nicht. Blockade, ja. Osmanen sehen die Schuld für den Krieg immer mehr beim Deutschen Reich und viele deutsche Offiziere werden attackiert. Habt ihr euch verdient, ne? Also ganz eindeutig, da haben die Osmanen recht. Das finde ich gut, das Ereignis. Jagdflugzeugentwicklung, naja, immerhin. Infanteriekriegsführung, das ist gut, dann ist unsere ganze französische Infanterie demnächst ein bisschen stärker. Gasgranaten, ach, das ist auch ein sehr schöner Fortschritt. Panzerentwicklung, jupp. Ah ja, und Grabenkrieg, immerhin. Halten unsere Italiener ihre Front da noch ein bisschen besser. Infanteriekrieg 1, das ist auch sehr schön. Haben unsere Leute einfach mehr Moral, Bereitschaft und damit Kampfkraft. Und das war's soweit. Viele, viele Punkte. Die Briten werden noch weiter Artillerie kaufen und deswegen erstmal noch wenig selber machen. Aber gerade Frankreich und Russland können inzwischen sehr schön agieren. Italien hält einfach die Front. Also alles in allem fand ich doch eine gute Runde. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen das jetzt hat, dass die Osmanen den Deutschen die Kriegsschuld geben. Das würde mich mal interessieren, ob das nur so eine Nachricht war oder es auch aktive Auswirkungen hat. Naja, wie auch immer, dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Mr. West und den Mittelmächten rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn!